Jetzt geht's in ein super krasses Spiel rein. Oh ja. Ah, hier haben wir schon Erweiterungen. Erweiterung 1, Night Springs. Erweiterung 2, demnächst verfügbar. Der Haus am See? Ist doch falsch, oder? Weil hier steht, das ist im Stream vielleicht der Haus am See. Ja. Night Springs. Die Night Springs Episoden sind ab jetzt verfügbar. Erlebe die surreale Merkwürdigkeit der Fernsehserie Night Springs. In drei episodischen Abenteuer, die das Vertrauen ins Bizarre verwandelt. Vertraut ins Bizarre verwandelt. Okay. Oh, geil. Ellen Way. Drei Episoden. Nice. Aber hallo. Ich liebe Ellen Way. Ich bin so ein Hype, Alter. Endlich. Cooles Spiel. Gucken, was abgeht. Sorry, wie bitte? Die Beschreibung des Wortes lautet ein Enthusiast, leidenschaftlicher Anhänger. Eine Abkürzung für Fanatiker. Was für Außenstehende wie eine gefährliche Obsession. Du leckst, du überlegst, dass du Red Dead Redemption eine Nightmare ist aus der und dann warst du weg. Sicht des Fans selbst etwas vollkommen anderes. Ein Fan zu sein, ach so, ja, ist ein heiteres Dasein und steckt voller Glück, das dem Wissen über den Sinn des eigenen erfüllten Lebens entspringt. Mr. Doch was, wenn es noch einen anderen Sinn geben könnte? Wenn du aus der Masse hervorstechen und von deinem Idol auserwählt werden könntest. Oh, weil geil, nur du Alter, seine geheimen Botschaften entschlüsseln das ist kannst. So geil. Wie weit würdest du gehen, um das Ziel deiner Obsession zu retten? In Night Springs. Die kultig klassische Episode Number One Fan. Ja, man spielt die Olle aus den Diner, scheinbar. Okay, man spielt gar nicht, Ellen. Das Leben ist schon interessant. Man spielt die man Olle aus dem Diner, so Alter. Viele Stunden damit, Dinge zu erträumen, zu hoffen. Ne, und doch, zu interessant. Warten. Und dann, bäm, steht das Schicksal vor der Tür wie ein Postbote mit einem Paket, von dem man dachte, dass es bestimmt niemals mehr ankommen würde. Aber ganz egal. Wenn dein Schicksal Augen wie Sonnenuntergänge und einen samtigen, mahagonifarbenen Bart hat, sind die Umstände nicht so wichtig. Doch mein Tag hat nicht so aufregend angefangen. Es war ein Tag wie jeder andere für diese Kellnerin und Beschützerin der Stadt Night Springs. Ja, in den wie immer war Diner bin ich Diner auch. Der angesagteste Laden in der Kümmer Stadt. Dich um deine Kunden. Deshalb gab es immer mehr als genug zu tun. Egal, man spielt aber die Rose aus den Diner. Da hat man wieder ein bisschen was zu erkunden und umgucken. Okidoki. Kann aber bei dir heute jetzt gerade nicht rein, weil ich muss über mein Handy meinen Stream-Chat checken. Weil meine Frau spielt auf einem Bildschirm natürlich. Playsy. Hallo Leute! Könnte ich noch eine Tasse von der Quizklatsch-Spezialrüstung bekommen, die das ist die jetzt sie? Okay. Gerne doch. Möchte sonst noch jemand? Ich. Und ich auch, bitte. Eine für mich. Vielen Dank. Alles klar. Eine meinst frische Kanne kommt sofort.
Oh, hier ist die Jukebox. Keine Zeit. Die Kunden warten schon. Kunden bedienen, Alter. Nö. Nicht, nicht. Okay. Noch eine Tasse? Ich würde dafür töten, so sehr für etwas zu brennen wie du für diesen Autor. Ihr zwei seid füreinander bestimmt. Und ob wir das sind. Heißer Kaffee? Ich habe gehört, deine Fanseite für diesen Schriftsteller wurde zur besten Fanseite aller Zeiten gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Das war nicht einfach. Ja, nee. Bitte schön. Eine so clevere und anmutige Person wie du sollte nicht Kaffee an Normalos wie uns ausschenken müssen. Oh, das macht mir nichts aus. Hier ist dein Kaffee. Wie bringst du nur dieses Diner, dein Vogelreservat und die tolle Fanseite für deinen Lieblingsschriftsteller unter einen Hut? Ich hoffe, die DLCs hier sind lange. Schon mal gut, dass es mehrere Kapitel hat. Jeder hat seinen Kaffee. Dann bringe ich die Kanne zurück. Ich liebte es, die sehr erfolgreiche Besitzerin und Betreiberin des beliebtesten Diners der Gegend zu sein. Danach? Aber das war nichts im Vergleich zu meiner lodernden Leidenschaft. Hogwarts Legacy. Schriftsteller und sein literarisches Talent. Und sein wallendes Haar und seine Lippen so süß. Und butterweich wie Kuchen. Kuchen! Ich muss die Kuchenteller von den Tischen abräumen. Ach. Mhm. Ja. Der Schriftsteller lebt außerhalb der Stadt in seiner Villa. Warum besuchst du ihn nicht? Wir kommunizieren auf unsere Weise. Ich habe gehört, dass du jedes einzelne Kätzchen vor den Bären gerettet hast. Unglaublich. Danke. Die Yogastunden haben sich wirklich bezahlt gemacht. Wird Knight's Diner dieses Jahr am landesweiten Kuchenwettbewerb teilnehmen? Natürlich! Das wird unser 20. Sieg in Folge. Mein Date gestern Abend war ein totaler Reinfall. Du bist die Liebesexpertin. Irgendwelche Tipps? Ja, aber erzähl mir erstmal alles. Um's kurz zu machen. Sie meinte, ich kleide mich wie ein geschiedener Turnlehrer. Aber es zählen doch die inneren Werte, oder? Sehr gut. Zeig ihnen dein wahres Gesicht und es klappt bestimmt. Und sprich über das Muttermal, das dir schlaflose Nächte bereitet. Okay, ich werd's versuchen. Tausend Dank. Keine Ursache. Sein. Oh. Ich brauche eine Buchempfehlung. Immerhin bist du die Literaturexpertin dieser Stadt. Oh, du musst das neueste Buch aus der Krimi-Trilogie dieses Schriftstellers lesen. Ich hol dir gleich ein Exemplar. Ich hoffe, er zerknittert keine Seiten. Na, finde ich jetzt nicht. Okay.
Ja. Verstehe nicht, wo soll ich denn jetzt das Buch finden? Dein Lieblingsschriftsteller, dessen Stimme du im Schlaf erkennen würdest. Ich bin in Gefahr. Bitte, mein allergrößter Fan. Du bist meine einzige Hoffnung auf Rettung. Ach, du meine Güte. Keine Sorge. Ich bin unterwegs. Mein geliebter Schriftsteller war in schrecklicher Gefahr. Und ich musste ihn retten. Noch nie stand so viel auf dem Spiel. Zum Glück hatte ich alle meine Accessoires in der Küche des Diners aufbewahrt. Meine Accessoires. Alles, was ein Mädchen braucht, um im Kampf um die Liebe den Sieg zu erringen. Meine zuverlässige vollautomatische Schrotflinte. Extreme Situationen erfordern extreme Waffen. Mein Repetierjagdgewehr mit Walnussschaft. Tödlich. Und sieht auch noch unglaublich gut dabei aus. Genau wie ich. Endlich war ich bereit für eine Nacht in der Stadt. Voller Gefahren. Den Schriftsteller zu retten und ihm klarzumachen, wie sehr er mich braucht. Wenn das nicht Liebe ist, weiß ich auch nicht. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit ums Diner, aber nicht so gut wie du. Sag ihm, dass wir seine Bücher lieben. Retten die Literatur! Ich ließ mein altes Leben hinter mir wie eine Leiche, die man in einem See versenkt, damit niemand sie findet. Nichts würde mehr zwischen mir und meiner Zukunft mit dem Schriftsteller stehen. Und warum siehst du aus wie eine etwas weniger attraktive Version meines Schriftstellers? Wag es ja nicht, mich mit diesem wertlosen Schreiberling zu vergleichen.
Klar, ich bin vielleicht sein wilder und rebellischer Zwillingsbruder, aber niemand ist perfekt. Ich wusste nicht, dass er einen Bruder hat. Also gab es ja die ganze Zeit zwei von ihm. Das wird sich heute noch ändern. Kein Schriftsteller mehr, keine Bücher, nie wieder in seinem Schatten. Aber du bist sein Bruder. Ich bin sicher, ihr könnt darüber reden. Und dann werdet ihr feststellen, dass ihr so viel gemeinsam habt. Und dann könnt ihr zusammenziehen. Und ich komme zu Filmabenden vorbei und bringe Popcorn. Er hatte seine Chance auf Filmabende und Popcorn. Aber er wollte immer alles für sich haben. Ein Jammer. Man sagt doch, die Lösung ist immer mehr. Was hast du ihm angetan? Mr. Schickimicki ist an einen Ort gesperrt, den du nie finden wirst. Damit kommst du nicht durch. Ich werde dich aufhalten. Babe, hinter mir steht eine ganze Armee, die diesen Schreiberling beinahe so sehr hasst wie ich. Die sterben lieber, als ihn noch ein mieses Buch schreiben zu lassen. Und was hast du zu bieten? Die Macht der Liebe. Ach ja, wirklich? Naja, du wirst mehr als deine Gefühle brauchen, um uns alle aufzuhalten. Nur ein Monster konnte blind gegenüber den ergreifenden Büchern meines Schriftstellers sein. Und es gab nur einen Weg, mit Monstern zu verfahren. Meines Schriftstellers hatte ihn irgendwo eingesperrt, wie einen süßen, hilflosen Prinzen in einem Turm. Aber sein Fan in glänzender Rüstung ist... Zum Glück hatte einer dieser Hater ein Loch im Zaun für mich hinterlassen. Das Motorrad des Zwillings hatte Spuren im Schlamm hinterlassen. Dank meiner berühmt-berüchtigten, scharfsinnigen Wahrnehmung erkannte ich das Reifenprofil sofort.
Die Spuren würden mich direkt zu meinem Schriftsteller und seinem Entführer leiten. Ich fühlte mich wie der Detektiv aus den Büchern meines Schriftstellers. Ich löste den Fall mit Köpfchen. Jetzt brauchte ich nur noch einen unbegrenzten Vorrat an schwarzem Kaffee und ein lähmendes emotionales Trauma, verursacht durch den frühen Tod meines Ehepartners. Noch mehr Hater! Zwischen mich und meinen Schriftsteller. Bis jetzt muss ich sagen, schon ist das DLC von Alan Wake 2 sehr gut. Und die Gegner nennen sie einfach Hater, Alter. Ihre Gegner nennt sie einfach Hater. Weil ihr sagt eben, da kommen noch mehr Hater. Ja, ne? Auch da, ich finde das Schießen ist viel brutaler geworden, wenn man da einen in den Bauch schießt, das schleudert voll Blut in die Kamera, das sieht voll irre aus. Also wenn die nah genug an einem dran stehen, da ist dann die Kamerasicht so geschossen, total cool gemacht. Auch so vom Feedback, Trefferfeedback, tut sich das gut an, wenn man mit dem Gewehr auf die Gegner schießt. Echt cool gemacht bis jetzt. Warum hatte mein Schriftsteller... Aber es ist mehr so in Richtung Verarsche, wenn man so Night Springs Sendung spielt. Aber das ist witzig. Wahrscheinlich wollte er bis zum dritten oder vierten Date warten. Ja. Geben von Kerzen. Kann man mal mitnehmen. Um mir dieses schmerzliche Kapitel aus der dramatischen Geschichte seiner emotional aufgewühlten Vergangenheit zu offenbaren. Ach, dieser Mann hat mehr Schichten als ein Kuss. Okay. Ich konnte nicht zulassen, dass diese Monster meinen geliebten Schriftsteller weiter mit ihrer Negativität belästigten. Ich würde mit ihnen so umgehen wie mit Trollen auf meiner Fanseite. Aber dieses Mal würde ich sie aus dem Leben verbannen. Die Motorradspuren endeten vor der Hütte. Ob mein Schriftsteller darin wartete? Hallo? Jo. Also in der DLC wird Alan Wake auf jeden Fall volle Kanone verarscht, ey. Ja. Man hört, wie er nach Hilfe ruft. Er ruft hier, ist ein schwächlicher Schriftsteller, der hilft. Das ist behindert, ey. Ja, der wird hier vor die Schippe genommen in diesem DLC. Aber es ist halt scheinbar echt nur so die Night Springs Serie, die man spielt. Also das hat ja nichts mit der Hauptgeschichte zu tun. Und also quasi wie eine Sendung, wo Schauspieler halt irgendwas spielen. Und hier geht's jetzt wohl um den Schriftsteller und sowas. Und das ist echt drollig gemacht.
Und man spielt mal wem anders. Finde ich gut. Ich spiele zwar lieber Alan Wake, aber so geht's auch. Hauptsache cool. Und die Steuerung hat man sofort wieder drin. Die ist echt easy. Ich bin hier! Ich komme, um dich zu retten! Voll wieder Spur des Bengels? Was? Rette deinen Autoren, folge der Spur des Bengels, durchsuche die Hütte. Moment mal! Mein Schriftsteller trinkt nur Kaffee! 2 Stück Zucker ohne Milch. Die Tassen behalte ich. Okay. Schluss mit den Tricks. Ich warte oben. Die Schriftstellerei liegt wohl nicht in der Familie. Und in dieser Night Springs-Sendung hat Alan Wake einfach einen Bruder, einen Zwillingsbruder. Wo bist du? Ich war niemals da oben. Schluss mit den Tricks, war eine Lüge. Langsam gehst du mir auf die Nerven, Freundchen. Wo ist mein Schriftsteller? Ich mach doch bloß Spaß. Reden wir doch am Strand. Gleich hinter Folterideen für erbärmliche Brüder. 1. Autobatterie, hohes Potenzial. Fingernägel ausreißen, zu unschön. Die Glocke. Wo bekomme ich eine Glocke her? Stumpfer Löffel. Schön und simpel. Schreibmaschine zerlegen, grandiose psychische Schaden. Benzinfeuer. Feuer könnte meine Hütte niederbrennen. Vielleicht verkompliziert ich. Quatsch, vielleicht verkompliziere ich das Ganze. Okay. Meinte, er wäre am Strand. Hey, ich und mein Motorrad haben nur die Aussicht genossen. Wo ist mein Autor? Was gefällt dir eigentlich an dieser Heulsuse? Er ist langweilig, kleidet sich wie ein Nerd. Halt den Mund! Er ist ein stylischer Intellektueller, der sich traut, über seine Gefühle zu sprechen. Du verdirbst mir die Laune, Babe. Und ich werde dir nicht sagen, wo er ist. Dir eigentlich getan? Das habe ich dir schon erzählt. Beim Hafen. Ich stehe immer im Schatten seines Erfolgs. Ich kann nie mit ihm mithalten. Ah, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Es geht um dein Selbstbewusstsein. Naja, so einfach ist die Sache nicht. Du sagst mir jetzt, wo er ist. Sonst? Sonst was, Babe? Du wolltest es so. Du bist unhöflich und hast keine Manieren. Deine obercoole Einstellung mag anfangs attraktiv sein, doch du vertreibst die Leute, sobald sie merken, dass du emotional nicht verfügbar bist. Nur um zu zeigen, dass du ein verletzliches menschliches Wesen bist, wie jeder andere auch. Und du gibst dir viel zu viel Mühe mit diesem Outfit und du... Nein, hör auf! Das gefällt mir gar nicht! Mensch, ich hatte deinen geliebten Schriftsteller nie. Ich habe dich nur abgelenkt, während meine Armee aus Hatern seine Villa stürmt. Die Liebe deines Lebens ist dem Untergang geweiht. Ja, genau. Nein! Er hat mich ausgetrickst. Und das trotz meiner richtigen scharfsinnigen Wahrnehmung. Ein Stich zwischen mich und meinen Schriftsteller. Meine Waffe ist...
Wer verdient mehr schlechte Rezension? Hoppla, da muss ich eben nachladen. Alles klar. Ich wusste doch, dass mein allergrößter Fan nie die Lügen meines verdorbenen Bruders glauben würde. Sein Hass auf mich ist so unerklärlich wie der Sonnenaufgang. Und genauso feurig. Aber ich wusste, dein Herz ist loyal. Nur du allein kannst mich retten. Ich glaube an dich. Mein Schriftsteller glaubte an mich. Wir waren Seelenverwandte. Wir wachsen zusammen wie eine Fahrradkette und dieses stachelige Rad, an dem sie befestigt ist. Wir waren durch Liebe und Schicksal verbunden. Er war für mich bestimmt. Für immer und ewig. Es gab keine Zeit zu verlieren. Ich war die Einzige, die den Schriftsteller vor diesen bösen Hatern und damit die Essenz der Literatur selbst retten konnte. Das Schicksal der Kunst lastete auf meinen Schultern. Noch nie stand mehr auf dem Spiel. Wenn's sein muss, halte ich dich persönlich auf. Ich habe kein Problem, mir die Finger schmutzig zu machen. Ich bin kompliziert! Ich will mir nicht mehr vor, dass ich lerne!
nicht nur ein schwacher Tief. Ich bin auch ein Werwolf. Ich bin so mächtig, kein Vollmond zur Verwandlung. Ich trage meine Hand aus der Zunge. Ihn also wirklich, hm? Dann hatte ich wohl nie eine Chance. Ich war einfach nur neidisch auf sein Talent, sein Geld, sein samtiges Haar, aber vor allem, weil ihn jemand so Tolles liebt wie du. Oh, du dummer Werwolf. Du könntest das auch alles haben. Hör einfach auf, wie er sein zu wollen und lerne dich selbst zu lieben. Du hast mir gezeigt, dass ich nicht meinen Bruder gehasst habe, sondern mich selbst. Oh, was habe ich nur getan? Diese Hater werden ihn in Stücke reißen und das ist nur meine Schuld. Bitte, rette ihn. Oh, das werde ich. Hat jemand eine Abrechnung bestellt? Thank you.
Schriftsteller wird sich nicht selbst küssen. Sich selbst retten, meine ich. Keine Zeit, die Dekokünste meines Schreib... Und da stand er nun. Nach all den Kämpfen waren wir endlich allein. Vereint. Die Sterne prophezeiten unsere Liebe. Und so tanzten wir wie zwei sich drehende Planeten. Die schlussendlich in einem Feuerwerk aus Flammen, Gestein und anderem Planetenzeug aufeinanderprallen würden. Er flüsterte mir zu, was ich schon mein Leben lang hören wollte. Ich sah meine Reflexion in seinen Augen. Ich würde für immer an seiner Seite bleiben, um ihn zu inspirieren und zu beschützen. Er brauchte mich jetzt und für immer. Schließlich bin ich sein allergrößter Fan. Ein Fan und das Objekt ihrer Begierde treffen auf eine Welt, die versucht, sie voneinander fernzuhalten. Ein Happy End für manche. Aber liegt das Glück, wie die Schönheit, im Auge des Betrachters? Wo zieht man die Grenze zwischen Verehrung und Besessenheit? Man weiß es nie so genau in Night Springs. Vermissten geliebten Menschen retten. Sie versucht verzweifelt, den geheimnisvollen Agenten, die sie jagen, voraus zu sein. Agenten von eben der Behörde, die ihr ihre einzige wichtige Person genommen haben. Auf ihrer Mission wird sie begleitet von einem geheimnisvollen Schutzengel. Ihr Nordstern zeigt ihr den Weg, wie schon seit jeher. Sie weiß nicht, was sie Befremdliches erwartet, während sie seinem standhaften Licht in eine kleine Stadt folgt. Nach Night Springs. Die traumartige Episode North Star. Das wird jetzt verrückt. Ganz ohne Zweifel. Das Universum ist viel tiefer und seltsamer, als die Leute glauben. Mein Bruder und ich wissen das. Haben's gesehen. Haben dich gesehen. Aber es gibt da Leute, eine Behörde, die nicht will, dass die Leute über den Tellerrand schauen. Deshalb haben sie meinen Bruder entführt und mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Aber das hat jetzt ein Ende. Irgendwas hiervon wichtig ist? Was? Die Zahlen?
bin der Regierungsbehörde, die meinen Bruder entführt hat, nie auf die Spur gekommen. Bis jetzt. Durch dich habe ich diesen Ort gefunden. Jetzt hilfst du mir, ihn zu finden. Stimmt's? Hallo? Ist da jemand? Hier bekomme ich wirklich Lust auf Kaffee. Aber ich schätze, genau darum geht es auch. Keine Kassette. Aber ich habe ohnehin keine Zeit, Filme zu schauen. Ma'am! Hier! Kommen Sie ins Licht! Sie mögen das Licht nicht. Sie sollten nicht hier sein. Wie sind Sie überhaupt hineingekommen? Scheiße. Ein Cop. Soll ich lügen? Ich ließ mich quasi selbst rein. Sie haben sich wohl Ärger eingehandelt, was? Was ist hier los? Was sind das für Wesen, diese Schattenmenschen? Ich bin hier, um das herauszufinden. Die Regierung hat irgendwas in den Kaffee gemischt und die Menschen in Kaffeemonster verwandelt. Die Regierung? Ist das dieselbe Regierungsbehörde, die mich all die Jahre verfolgt hat? Etwas im Kaffee ist verantwortlich dafür? Wirklich? Ich brauchte eine Weile, um das zu akzeptieren. Zuerst dachte ich... Nun, ich weiß nicht, was ich dachte... Aber nun ist klar, dass es sich hierbei um Schattenstabwissenschaft handelt. Ich suche nach jemandem. Meinem Bruder. Hast du jemanden gesehen? Nur wenn man diese Monster zählt. Es tut mir leid, Ma'am. Sie haben auch Leute aus Night Springs entführt. Ich bin hier, um sie wieder nach Hause zu bringen. Doch nun sollten sie gehen. Es ist hier nicht sicher. Ohne meinen Bruder gehe ich nirgendwo hin. Das respektiere ich. Hinter dem Park befindet sich ein Lagerhaus. Es ist abgeriegelt, besitzt ein modernes Regierungssicherheitssystem, doch die Sprechanlage ist kaputt. Ich glaube, dass die verschwundenen Leute dort festgehalten werden. Auf der Bank sind eine zweite Pistole und eine Taschenlampe. Ich würde mich besser fühlen, wenn Sie sie mitnehmen würden. Diese Monster mögen kein Licht. Und was immer Sie auch tun, trinken Sie auf keinen Fall den Kaffee. Das sollte die Dinge erleichtern. Sehen wir uns das Lagerhaus an, das der Sheriff erwähnt hat. Bist du noch dabei? Schön zu hören.
Hi, ich muss da rein. Bitte Zugangsschlüssel eingeben. Tut mir leid, den hab ich verloren. Bitte Zugangsschlüssel eingeben. Oh, dämliche Maschine. Ungültiger Zugangsschlüssel. Sicherheitsfragen zur Autorisierung beantworten? Warum nicht? Wie lautet die Frage? Bitte nenne das vierte Wort des Leitbildes von Dark Triangle Coffee. Es in unserem Orientierungsvideo zu sehen ist. Was soll das für eine Frage sein? Das ist nicht korrekt. Kaffee? Das ist nicht korrekt. Bitte nenne das vierte Wort des Leitbildes von Dark Triangle Coffee, wie es in unserem Orientierungsvideo zu sehen ist. Triangle? Das ist nicht korrekt. Wir müssen wohl dieses Orientierungsvideo suchen. Lieber nicht. Jo, hi. Ich sollte lieber keinen seltsamen Kaffee. Bin jetzt in einer zweiten Episode vom DLC, man spielt einfach die Hauptcharakterin aus Control. Auch mal cool irgendwie. Don't. Da rein. Bitte Zugangsschlüssel eingeben. Tut mir leid, den habe ich verloren. Bitte Zugangsschlüssel eingeben. Oh, dämliche Maschine. Ungültiger Zugangsschlüssel. Sicherheitsfragen zur Autorisierung beantworten. Warum nicht? Wie lautet die Frage? Bitte nenne das vierte Wort des Leitbildes von Dark Triangle Coffee. Wie ist in unserem Orientierungsvideo? Was soll das für eine Frage sein? Das ist nicht korrekt. Kaffee? Das ist nicht korrekt. Bitte nenne das vierte Wort des Leitbildes von Dark Triangle Coffee. Wie es in unserem Orientierungsvideo zu sehen ist. Try.
Triangle? Das ist nicht korrekt. Wir müssen wohl dieses Orientierungsvideo suchen. Der Sheriff meinte, dass ich das Zeug nicht trinken sollte. Jo.
Jo. Schön, dass es Ihnen gut geht. Im Empfangszentrum war keine Videokassette. Ich glaube, das Passwort ist darauf. Du hast sie nicht gesehen, oder? Ja, ich habe es gesehen. Doch das Band ist voller Regierungspropaganda. Ich habe es mir kurz angeschaut und es hat etwas mit mir gemacht. Es ist gefährlich. Sie dürfen das Band nicht anschauen. Ich brauche die Videokassette, Sheriff. Genau so kriegen Sie einen! Aber gut, wenn Sie es wirklich wollen. Ich habe es im Riesenrad versteckt, Tasse Nummer 4. Sie brauchen diesen Schlüssel. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Lust auf einen Film? Triangle Coffee ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit dem Ziel, die Nation im Sturm zu erobern und irgendwann die ganze Welt mit unseren himmlischen Getränken zu versorgen. Die Leute lieben den einzigartigen Geschmack unseres Kaffees und unserer Bohnen und schließen sich massenhaft der Dark Triangle Bewegung an. Das Leitbild des Unternehmens ist einfach. Da! Danach haben wir gesucht. Das Passwort lautet Wahrheit. Jetzt können wir Was passiert etwas? Meine Kopf! Bitte! Du musst kommen! Du hast es gestoppt. Das war schrecklich. Wie eine Stimme, die in meinem Kopf schreit. Aber wir haben, was wir brauchen. Das vierte Wort des Leitfadens. Wahrheit. Gehen wir zurück zum Lagerhaus. Dieses Video hat etwas mit mir gemacht.
Was wohl passiert wäre, wenn du nicht da gewesen wärst? Was hat die Behörde hier vor? Wollen sie Menschen kontrollieren? Aber warum? Was ist ihr Plan? Was, wenn mein Bruder bereits... Nein, ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um ihn jetzt zu verlieren. Wahrheit. Das ist korrekt. Weitere Verifizierung erforderlich. Bitte nenne die optimale Rösttemperatur für Dark Triangle Kaffee Bohnen in Fahrenheit. Ein 180? Das ist nicht korrekt. Ich wette, ich finde die richtige Temperatur bei der Kaffeebar. Die optimale Rösttemperatur. Du kennst den nicht zufällig, oder? War ja klar. Ich war oft genug in Coffeeshops, um eine Röstmaschine zu erkennen. Sehen wir uns das mal an. Prim? Prim was? Primzahl? Als wäre ich wieder in der Schule. Die Temperatur ist höher als die Summe unseres Dreiecks. Was hat das zu bedeuten? Irgendwas stimmt nicht. Ich schätze, Sie stellen hier wohl nur Mathematiker ein. Ich schätze, Sie stellen hier wohl nur Mathematiker ein.
funktioniert. 487. Wer hätte gedacht, dass Geometrie tatsächlich mal nützlich sein würde? Ach komm schon! Ich hab den Kaffee probiert. Versuchen wir's. Probier den Kaffee. Das wird problematisch. Ich kann jetzt nicht aufhören. Du passt doch auf mich auf. Oder? Ich will deinen verdammten Kaffee nicht trinken. Wird schon schief gehen. Ich vertraue dir. Das war gar nicht so. Verdammt. Irgendwas stimmt definitiv nicht mit diesem Kaffee. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Scheiße. Alles in Ordnung, Sheriff? Ich habe Schüsse gehört. Mir geht's gut. Ich habe nach Ihnen gesucht, als ich von einem dieser Dinger angegriffen wurde. Ich habe ein wenig Kaffee in den Mund bekommen, ihn aber ausgespuckt. Sollte kein Problem sein. Aber ich habe etwas rausgefunden. Was hast du rausgefunden? Ist wirklich alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Diese Regierungsbastarde werden mich nicht erwischen. Aber es ist nicht nur die Regierung. Hier ist noch etwas. Ich weiß nicht, was, aber es ist. Sie müssen Ihren Bruder holen und so schnell wie möglich verschwinden. Versprechen Sie es mir. Ja, versprochen, Sheriff. Gut. Das ist gut. Ich werde mich hier nur eine Weile ausruhen. Ich hab den Kaffee probiert. Du bist Kaffee. Leg deine Wasch ab.
geschafft. Bist du bereit? Wenigstens einer von uns. Eine neue Mischung steht bevor. Was zum Teufel sind das für Dinger? Einer von uns. Er ist die Tasse. Was zum Teufel sind das für Dinger? Du abtrünnige Bohne. Der Kaffee spricht durch. Ein Schlüssel? Sollte ich lieber mitnehmen. Sheriff? Sheriff! Wie bist du hier reingekommen? Kaffeezeit ist wie Familienzeit. Das ist der schönste Moment des Tages. Hey! Reiß dich zusammen! Kaffee löst all deine Probleme. Er senkt das Risiko auf Herzerkrankungen und erhöht die Lebenserwartung. Scheiße! Tut mir so leid, Sheriff. Das ist ein Albtraum. Ich muss meinen Bruder finden. Ich hoffe nur, es geht ihm gut. Schon mal gesehen? Nicht die Regierung. Hallo, Schwester. Ich möchte dir von einem Traum erzählen. Verschwörung innerhalb einer Verschwörung. Wie soll man eine Lüge aufdecken, wenn die Wahrheit jenseits unserer kühnsten Vorstellungen ist?
Wer weiß, was wirklich hinter all den Vorkommnissen steckt in Night Springs. Wir blicken oft zurück und fragen uns, was wenn? Was, wenn wir einen anderen Weg eingeschlagen hätten als den, den wir gewählt haben? Wären wir glücklicher? Oder führen uns unsere bisher getroffenen Entscheidungen zu unserem Glück? Und was, wenn nichts anders wäre? Was, wenn das Schicksal von einigen von uns für alle Versionen unserer selbst vorherbestimmt ist, sich kompletter Kausalität der Umstände entzieht und nicht von Mächten in einer Realität bestimmt wird, sondern in allen Realitäten. Für einen Mann ist die Anziehungskraft des Schicksals so groß, dass sie Zeit und Raum durchbricht. Wir begleiten diesen einsamen Agenten, viele Versionen von ihm sogar, wie er seinen Nemesis, ein gefährliches Wesen, das als Meister vieler Welten bekannt ist, jagt. Durch das Multiversum und somit viele Versionen einer Stadt, die immer gleich ist und doch anders. In Night Springs. Die realitätsverändernde Episode Timebreaker. Ganz egal, wie vielen Parallelrealitäten ich trotzen muss, wie viele Leben, wie viele Versionen von mir es braucht, ich werde ihn aufhalten. Und ich werde zu dir zurückkommen, Liebster. Und Cut! Leute, kurze Pause. In Ordnung, ihr habt gehört. Kurze Pause vor der nächsten Szene. War das okay? Ich kann mehr oder weniger geben. Ja, ja, ja. Sean, ich bin sehr glücklich. Lass uns reden. Ich liebe es, wie du deinen Instinkt einsetzt, aber wir können noch weitergehen. Uns selbst in die Geschichte stürzen. Daran glauben. Sie verrückter, wilder machen. Ba 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 da da da. Du wolltest reden? Es ist toll, das wieder mit dir zu machen, Sam. Sean, es ist schön, dass du wieder da bist. Wir träumen schon so lange davon. Und jetzt machen wir endlich Timebreaker, das Videospiel. Es passiert wirklich. Ja, und FMV auch. Das ist so cool. Natürlich. Das war doch auch Teil des letzten Spiels. Ich möchte über meinen Charakter und die Geschichte sprechen. Hey, darüber könnte ich tagelang sprechen. Er ist ein Multiversumsagent. Hat viele Namen, weil es viele Versionen von ihm gibt. Breaker, Branch, andere. Er sucht nach seiner verlorenen Liebe, während sein skrupelloser Nemesis Dor, der Meister vieler Welten, Versionen von ihm in Parallelrealitäten tötet. Er muss Dor aufspüren und aufhalten. Das ist so cool. Du hast in der Vergangenheit coole Superheldenrollen gespielt. Auf lange Sicht wird der Agent zum ultimativen, ikonischen Superhelden. Oh, Wahnsinn. Also, der Strudel und das Gerät. Tut mir leid, ich vergesse immer den Namen. Es gibt so viele Akronyme. Aber es hilft mir, durch die Realitäten zu reisen. Akronyme sind cool, oder? Wie winzige Geheimnisse.
Du lädst deinen PRS, Polyeder-Realitätsshifter, mit einem SEK-Shifter-Energieknoten auf, um einen LumiVista-TV zu aktivieren und durch den Strudel zwischen den Realitäten zu reisen. Das ist alles Technologie der REC, Ripple Effect Corporation. Und du hast eine Pistole und einen ZBV, Zeitbrecher-Verfestiger, zu deinem Schutz. Ja, genau. Du hast eindeutig eine eigene Vision vom Multiversum. Die richtige Vision, die Wahrheit, sie ist da draußen. Von ihr stammen diese Ideen und Inspirationen. Sie sickern durch. Irgendwo ist das hier, dieses Gespräch, ein Teil des Videospiels. Und eine andere Version von dir spielt es. Irgendwo ist dein Charakter, der Agent, real. Und er könnte jederzeit durch ein Portal schreiten und hier erscheinen. Klar, genau. Ja, ja. Sam, du bist wahnsinnig. Okay. Was shooten wir als nächstes? Wir müssen die nächste Szene vorbereiten, in der dich dein Nemesis in eine Parallelrealität zieht. Du kannst in deinen Green Room gehen, dich entspannen, den Text lernen. Dort findest du die neueste Version des Drehbuchs. Bis bald. Cool, ich freue mich schon. Manchmal war es schwer zu sagen, ob Sam Witze machte. Das lag am finnischen Humor und an seinem Ruf, etwas extrem zu sein. Ich empfing eine seltsame Schwingung, als er über das Multiversum sprach. Geh schon, Sean. Du solltest alles, was du brauchst. Das ist dein Ende. Was zum Teufel war das? Hallo? Was zum Teufel soll das sein? Ich dachte, ich wäre verrückt geworden. Doch dann wurde es mir klar. Sam spielte mir einen Streich. Das konnte nicht real sein. Ich muss zugeben, dass die Leiche und Requisiten sehr echt aussahen. Er hat also noch einen von euch erwischt. Schon wieder zu spät. Verzeihung? Das ist ein Streich. Moment, bist du... Scheiße. Du bist nicht Branch. Er hat dich letztendlich erwischt. Wurdest du auch für dieses Spiel gecastet? Hör mir zu. Es gibt da etwas, das du wissen musst. Du steckst in großer Gefahr. Du musst genau das tun, was ich dir sage. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich verlor das Bewusstsein und war plötzlich an einem anderen Ort. Ich hatte schon Gedächtnislücken. Aber die lagen am Filmstar-Lebensstil. Das war etwas gänzlich anderes. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war die rothaarige Frau an der Tür. Sie sah vertraut aus. Sie wollte mir etwas sagen, doch dann wurde alles schwarz. Es fühlte sich wie ein Traum an. Denk nach, Mann! Ich muss hier raus. Ein psychotischer Anfall? Oder gab es das Multiversum doch? War das Sam? Ein aufwendiger Scherz? Eine krasse Reality-Show mit Method-Acting? Der Scherz war zu weit gegangen. Okay, okay, okay. Lass dich darauf ein. Tu so, als wäre alles wahr. Okay? Ich bin Schauspieler. Ich kann das. Und wenn alles vorbei ist, werden wir darüber lachen. Und dann verpasse ich Sam einen Schlag ins Gesicht. Was hatte Sam gesagt? Ich musste... einen Energieknoten finden und dieses Stabding benutzen. Den PAS oder so.
und nach einer Art TV suchen, um von hier verschwinden zu können. Nein, nein! So kommt! Er weiß, wo ich bin! Was war das? Er kommt! Er weiß vom Wohnwagen! Muss mich in der G-Knoten verstecken! Muss mich vom Wohnwagen wegschaffen! Vom TV wegschaffen! Ich war nicht mehr sicher, ob das ein Scherz war. Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf. Sie klang nach mir. Ich hörte die Gedanken einer anderen Version von mir, die hier lebte. Der Wohnwagen gehörte ihm. Ich sah ihn mir an. Nicht denken. Handeln. Der Lumi Vista TV. Laut Sam brauchte ich den Energieknoten. Das andere Ich hatte ihn vom Wohnwagen weggeschafft und versteckt. Den Energieknoten bei einem Bach im Wald versteckt. Ich muss ihn finden. Okay, ich habe den Bach gefunden. Also, wo ist der Energieknoten? Es war aufgeladen. Ich musste zurück zum Wohnwagen und zum TV. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich übergebe. Nimm die anderen nicht mit. Du kannst nicht entkommen. Ich dachte, das
wäre nur die Handlung des Videospiels. Doch es war alles real. Dor. Mach keine Dummheiten! Ich habe eine Pistole! Es ist kein Scherz. Kein Videospiel. Es geschieht wirklich. Ich war im Multiversum verschollen. Ich musste die Rolle annehmen, um zu überleben. Der Agent werden. Ich musste zum Wohnwagen und zum TV zurück. Meinen PRS darauf anwenden. Dor würde mich als nächstes jagen. Ich wollte ihm nicht gegenübertreten. Scheiß drauf. Aber ich hatte das Gefühl, als wäre das unausweichlich. Wende den PRS, den Polyeder Realitätsschifter, auf dem TV an und verschwinde. Ich hatte das Gefühl, von dem Spiel auf dem Bildschirm angezogen zu werden. Ich hatte Angst, auf der anderen Seite auf Dor persönlich zu treffen. Aber ich konnte nicht hierbleiben. Ich war in einer anderen Realität. Und sie war schlimmer. Vielleicht war ich näher zu Dor gereist, weil ich an ihn gedacht hatte. An den Ort, an dem er die Kontrolle hatte. Beim nächsten Mal würde ich mich auf etwas anderes konzentrieren. Okay, du schaffst das. Finde einen anderen Knoten, einen anderen TV. Ich musste die richtige Version der Lobby finden, in der richtigen Zeit, in der das, was ich brauchte, dort war. War die Zeit aus den Fugen geraten. Die Korridore führten zur selben Lobby, aber in unterschiedlichen Zeiten. Mehr Multiversum-Wissenschaft-Geschwätz. Es machte mir Angst. Ein Lumi Vista TV. Jetzt brauchte ich nur noch Energie. Ich konnte die Gedanken des anderen Ichs dieser Realität nicht hören. Vielleicht hatte Dor ihn bereits getötet. Kein schöner Gedanke.
Der PRS war aufgeladen. Jetzt musste ich den Weg zurück zum TV finden. Als ich den TV nutzte, um durch die Realitäten zu reisen, dachte ich an Dor. Und der Strudel brachte mich hierher, wo die Timebreakers mich angriffen. Dieses Mal wählte ich eine andere Taktik. Ich dachte an die rothaarige Frau. Sie wusste etwas. Wenn ich sie finden würde, könnte sie mir helfen. Etwas war anders. Ein seltsames Gefühl. Still und doch in Bewegung. Wie Schnappschüsse einer Sequenz. Und dennoch schwirrten Gedanken frei umher, wie laut vorgelesener Text. Schauen, was machst du? Du bist es. Ich habe es geschafft. Okay. Dor hat dich weggezerrt. Ich schwöre, das DLC ist so kreativ, dachte, ne? Das ist von normaler wieder. Grafik auf Schwarz-Weiß-Farbe umgeschaltet jetzt auf Comic. Ich wollte dich erreichen. Game. Du steckst voller Überraschungen. Okay. Probieren wir es aus. Wenn du irgendwann nochmal Alan Wake testest, vielleicht wollen wir das ja mal parallel spielen und dann immer zusammen so von Episode zu Episode, dass man immer aufeinander wartet, weißt du? Willkommen im Hauptquartier der Ripple Effect Corporation. Ja, können wir gerne eines Tages. Wir arbeiteten an einem Videospiel über das Multiversum, doch nun ist das Realität. Das Reale und Nicht-Reale existieren im Multiversum Seite an Seite. Echos fließen durch wie die Strömung eines kosmischen Ozeans. Das Nachtmeer. Ja, würde aber halt noch ein bisschen dauern, weil ich will noch warten, bis die DLCs alle vollständig da sind. Konzeptuell, und dann noch Control 2, was angekündigt worden ist. Auch noch realer haben. Als real. Viele Versionen von uns allen. Mit unsichtbaren Interaktionen. Okay. Verknüpft durch Energien, die durch die Realität strömen. Aber ich schwöre, das ist so künstlerisch genial, das Spiel. Einer von euch wird bei einer Explosion gefährlicher Energie getötet. Ein anderer erhält Superkräfte. Und wieder ein anderer trifft ein Außerirdischen. So alles chronologisch, ja. Ich würde sagen, wenn irgendwann Control 2 endlich auf dem Markt ist, ich hoffe. Oder, wie du sagst? Weiß ich nicht, Anfang kommenden Jahr. In einem Videospiel. Dann können wir ja mal sehen, dass wir da mal Marathon machen. Wenn es nicht zu weit entfernt von der Zeit her. Warum ist er hinter mir her? Wer ist Dor? Es gibt Legenden über ihn, die weiter zurückreichen als unsere Aufzeichnung. Das Spiel ist einfach so genial. Angeblich, da gibt's, das hat auch so Mystery-mäßig. Da gibt es so eine Figur, diesen einen schwarzen Dude, der nennt sich Mr. Dor. Der soll irgendwie ein Mensch von Raum und Zeit sein. Also ganz abgespaced. Und der kommt auch in jedem Spiel vor an sich. Der kommt im Control vor, da reden die über Mr. Dor. In Alan Wake 2 wird er viel mehr behandelt. Es ist total interessant, wer der ist. Und das weiß man aber noch nicht so genau. Schwelle. Das kommt wohl noch als Aufdeckung, wer ist. Wahrnehmbar. Vielleicht gefällt dir das ja in den Aufnahmen. Überall! Wir wissen nicht warum, aber er sieht die Version von dir als bedroht. Ja, das ist halt auch moderner und viel cooler gemacht, das und auf jeden bringt Fall. Sie als Zeitbrecher. Also der zweite ist auf jeden Fall Meisterwerk. Wir dachten, aber vielleicht bockt das ja, wenn wir dann den ersten, also generell die Teile halt so immer warten pro Kapitel, weißt du? Wenn einer von uns ein Kapitel abgeschlossen hat, dass man dann wartet auf den anderen und dann gemeinsam weiter rein.
Machen wir dann. Probieren wir mal aus. In Ordnung. Was kann ich tun? Ja. Aber das würde ich dann schon eher für Ende des Jahres, vielleicht beim nächsten Jahr, nachdem mein Konto wird immer schneller. Weil das wurde ja erst ein Schauspieler. Ja, demnächst. Weißt du, was das heißt? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit derartiger Präzision durch die Realitäten reist. Mhm. Besser als Dor sogar. Er braucht die auch jetzt, weil irgendwelche Farbeffekte sind auch krass. Der Grund, wo ich so ein stabartiges Ding in der Hand hatte, da musste ich irgend so ein Lichtteil, so ein Lichtknoten einfangen. Das war komplett bunt, das Ding. Das sah farbgrafisch total gut aus. Hast du mehr Glück. Das ist echt krass. Und jetzt diese Comic-Stile, ich find's witzig. Ich glaube, das war's mit Comics. Leider Episode 3 ist schon fertig. Ich werde wohl jetzt bald durch sein. Was du zu fühlen glaubst, aber ich lasse es in der Tore als komplettes Gameplay. Ich streame auch ohne Stimme. Einige andere Versionen von uns in einer anderen Lebenszeit. Man hört mich gerade nicht. Ja, dann kann ich halt umswitchen, aber gerade hört mich keiner reden mit dir. Du kommst wegen mir zurück? Ich kann sagen, was ich will, weißt du, N-Bombe, ich mag Pille-Männer, all sowas. Wünsch mir Glück. Glück ist nur ein Echo eines überschwappenden Ereignisses aus einer anderen Realität. Rülpsen ins Headset, reinscheißen, alles. Ich hab das so eingestellt, dass man uns... Man hört Sean nicht, ich nicht, nur ich und Sean hören uns im Discord. Ich war ein REC-Agent. Das war jetzt meine Mission. Ich konzentrierte mich auf ihn. Auf die Dunkelheit, auf die Entropie, auf Dor. Auf das ist ja das Schöne am PC-Arbeit, weißt du, da kannst du halt wirklich, da gibt es keine Grenzen. Ja. Machen, ja. Warte mal kurz, bist du in meinem Stream gerade? Jetzt ändert die Grafik in so ein 8-Bit Oldschool-Game, Retro-Spiel, Alter. What the fuck? Guck dir das an. Das meinst du, diese Kreativität in diesem Spiel, ne? Ich liebe es. Nee, sorry, aber ja, können wir machen, ja? Können wir. Oh, ich muss jetzt. Guck dir das an, Schatz, guck mal. Retro-Style. Das ist so cool. Alter, sogar der Sound, wenn man schießt. Mit der Taschenlampe und alles. Ach, scheiße. Deswegen liebe ich Alan Wake so, das ist echt kreativ. Hä? Echt, was ist gekommen? Egal. Ja, aber ich kriege auch die Dinge nicht mehr umgeswitcht als mit dir gesprochen habe? Weiß ich noch gar nicht. Egal, aber es ist so geil gemacht, ey. Ich liebe es, ey. Ja, alles gut. Selbst wenn nicht, das macht. Ich hätte das per Tasten. Das hat dann ein bisschen Kabel drauf bekommen. Egal. Wir nehmen trotzdem die Männer. Nein, Spaß. Nein, Bündel. Gut, dass ich nur N-Bombe gesagt habe. Hätte ich das gern. Nein, lieber nicht, Alter. Ja, da hab ich nochmal Schwein gehabt. Ich kämpfe gegen Haufen von meiner Sorte, Alter. Das ist echt wild gemacht. Ja. Ja, schon. Den Teil fand ich schon öde, ja. Ich fand den. Also zu zweit ist vielleicht cooler, aber alleine fand ich den schon relativ öde. Thank you.
Oder zumindest in einem tiefen, dunklen Graben darin. Es gab weder Farben noch Energie. Ich musste Dor finden. Oder eine Möglichkeit, weiterzureisen. Du solltest nicht hier sein. Du hast das als Fehler gemacht. Fahr zur Hölle. Ich war nah dran. Ich wusste, dass ich nun nah dran war.
Wir haben einen Fall von Identitätsverwechslung gesehen. Doch was ist die Identität in den endlosen Weiten des Multiversums? Was ist Identität überhaupt? Kann es mehr als einen Meister vieler Welten geben? Oder ist unser Held irgendwo auf dem Weg falsch abgebogen? War diese Reise genau der ausschlaggebende Faktor, um ihn zu dem zu machen, zu dem er werden musste? Eines ist sicher. Ich bin ihr Gastgeber. Der einzig wahre Wallendor. Und das ist Night Springs. Chasing the murder cult made me feel like I was caught in a loop. Every time I thought I was getting closer, things shifted around, and I realized I was further away than ever before. Instead of answers, I only got more questions. The name of the cult and the masks they wore kept changing. The deeper into the dark depths I got, peeling off the layers of this case, like the ocean zones from twilight to midnight to abyssal to the deepest trenches, the closer I felt to going mad.